Zuschauer, herzlich willkommen zum Gipfeltreffen. Das Expertenduo rettet die Welt. Es ist eine denkwürdige Ausgabe, denn es ist die 8. und somit letzte. Wir haben uns für heute deshalb viel vorgenommen. Wir haben besonders viel Fragen und wollen ohne großen Zeitverzug zur Lösung Ihrer Probleme heranschreiten. Man möchte von uns wissen, die Corona-App ist da. Viele Menschen haben Angst, dass die App missbraucht werden könnte zur Überwachung von Personen. Man möchte also wissen, wozu sollte die App eurer Meinung nach missbraucht werden? Also ich habe generell gar keine Angst davor, weil das ist doch alles offen, oder? Mit dem Telefon, das man hat, ist doch alles offen. Das Telefon ist eine offene Wunde auf dem Seziertisch der digitalen Medizin. Da bin ich bei dir, Johann. Ich verstehe das im Prinzip auch nicht. Also es liegt ja alles offen. Also der Mensch lässt ja das Internet teilhaben an seinem Leben. Ne? Hier nach dem Motto, Alexa, spiel Klassik oder Alexa, treibe Sport für mich. Also warum gerade jetzt in diesem Segment diese Unsicherheit? Also ich kann es auch nicht so richtig verstehen. Würdet ihr euch diese App denn runterladen? Sofort. Sofort. Ich werde die aber nur benutzen, mir fehlt als Funktion, ich hoffe, es ist drin, dass man auch Sprachnachrichten verschicken kann an Infizierte. Das wäre mir wichtig. Das ist sehr gut. Dass man einfach so, Jürgen, ich wusste immer, dass du nicht aufpasst. Immer Sprachnachrichten generell immer beginnen mit Hallo, ich bin's. Also keinen Namen oder was. Und dann die Leute dann noch mal zusätzlich anschwärzen. Ja. Über Sprachnachricht. Die Beulenpest des 21. Jahrhunderts. Die allerletzte Scheiße. Ich persönlich sehe es, erstmal kommt sie zu spät, die Corona-App. Von der Uhrzeit her? Die kommt zu spät, die ist 20 Minuten zu spät. Oder vielleicht sogar 20 Wochen. Ja. Ich glaube, es war das Problem, sie zu entwickeln. Also es gab schon mal eine Corona-App, die hat aber nur so funktioniert, da musstest du das Handy immer so vor dir hertragen, damit die infizierten Personen gesehen werden. Ja. Und die jetzige ist weiterentwickelt, sie funktioniert mit Technik. Und ach so, verstehe. Ja. Und deshalb ist ich nehme trotzdem an, dass man mit der Kamera rumläuft, die Leute filmt und die müssen dabei zusätzlich nur sagen, ich bin infiziert. Das, glaube ich, wird das sein. Mhm. Das ist mit 20 Millionen ja auch nicht so teuer erkauft. Ja. Und natürlich das Tolle ist, sie funktioniert ja auf Handys. Also ich hatte mal so eine Corona-App, lange her, vor 10 Jahren, fürs Festnetz. Und ich glaube, die hat nicht diese Wirkung gezeigt, die man sich heute von dieser modernen App verspricht. Ja? Dazwischen liegen, glaube ich, Welten oder mindestens 10 Jahre technische Entwicklung. Da kommen locker mal 20 Milliarden zusammen. Glaube ich, das muss schlimm gewesen sein am Festnetz, dass man immer gesagt hat, Oma, ich muss jetzt auflegen, vielleicht ruft ein Kranker an. Also wenn ich eine App will mit kranken Leuten, lade ich mir TikTok runter. Hm? Ja. Gut. Des Weiteren möchte man von uns in Erfahrung bringen. Oh, ich glaube, das ist ein moralisches Dilemma. Ich habe einen Freund. Er hat jetzt eine Freundin. Und wie er mir offenbarte, hat er sie kennengelernt Anfang März. Also mitten im Shutdown. Das heißt, er hätte sie gar nicht kennenlernen dürfen. Darf ich diese Beziehung trotzdem anerkennen? Aber haben Sie denn jetzt Kontakt seitdem oder sind Sie jetzt erst wieder? Johann, ich habe nur das, was auf der Frage steht. Ja, du weißt es auch. Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja Paare, die sich kennenlernen und sofort zusammenziehen und dann gar nicht mehr rauskommen. Das heißt, die sich sehr, sehr schnell, sehr gut kennenlernen. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es 9 Monaten später einen Babyboom gibt, weil ich glaube nicht, dass man schon nach 3 Wochen denkt, auf gar keinen Fall will ich mir noch jemanden hier in die Butze zeugen, der zusätzlich im Weg rumsteht. Also ich glaube nicht. Und was soll man diesen Kindern später auch sagen? Wunschkinder sind das eher nicht. Denen würde man auch sagen, du bist entstanden aus Langeweile, aus unterschwelligen Aggressionen, aus Hass. Das würden keine guten Menschen dabei rumkommen. Also diese Quarantäne-Geschwüre würden das werden. Das sind doch, ich glaube, dass der manische Enthusiasmus der Jugend in diesem Fall in so einem utopistischen Happening verpufft.
Tussen. Das Fundament ist die Grundlage jeder Basis. Gut. Heute dürfen wir keine Zeit verlieren. Was will man sonst noch von uns wissen? Echt, da lädt man Tauben hier ein, ja, macht schön Futter und alles und dann kacken die einem da das schöne neue Sofa voll, ey. Ich hab's echt satt. Scheiß Tauben. Nein, ich liebe sie, aber... Oh. So, Frage. Ja, super. Wie krieg ich jetzt diesen Tauben-Scheiß-Dreck da weg? Ich würde zuerst die Gehörloseneinrichtung kontaktieren und dir sagen, dass ich das nicht mehr wünsche. Ja, das war doch auch eine Behauptung. Sie hat doch gar nichts gezeigt. Da war doch gar nichts, oder? Warum zeigt sie denn nicht, was sie hat? Die Kacke. Aber du weißt doch, wie man Flecken rauskriegt, oder? Hast du nicht mal gesagt, wie man Öl aus dem Flocati kriegt? Naja, aber wenn wir von Taubenscheiße reden, Taubenscheiße hat das Problem, dass sie überaus ammoniakhaltig ist. Das heißt, wenn dir eine Taube aufs Auto kackt, dann empfiehlt es sich, das ziemlich zügig zu entfernen, weil es greift den Lack an. Und das dürfte sich auch auf Textilien, Wohntextilien, und ich nehme an, dass Yvonne Katterfeld jetzt nicht ausschließlich auf sperrigen Möbeln im rechten Winkel wohnt, aus Holz, da ist Eile geboten. Auswaschen, Wasser. Viel Wasser. Und vielleicht einfach keine Tauben in die Bude lassen. Was sind das für Zustände? Du meinst, die Zeit, die sie für die Fragestellung aufgebracht hat, hätte sie praktisch umsetzen können. Ich finde auch, eine Frau in ihrem Alter sollte eigentlich wissen, wie das geht. Dass man sich Hilfsmittel besorgt. Ich glaube, wenn der Kot schon verkrustet ist, braucht man so einen Spaitel, einen Schubspachtspeitel, mit dem man so ganz vorsichtig aushebelnd das so ankrümelt und dann natürlich Feuchtigkeit. Wasser ist viel in jedem Fall. Wasser hilft oft. Ja. Gut, nächste Frage. Guck mal hier. Guck mal. Ach, lange nicht gesehen. Und jetzt sieht er so aus. Hat er immer schon. Eigentlich. Ne? Also, obwohl mein Körper war ehedem stattlich, im Laufe der Zeit haben wir uns so ein bisschen voneinander verabschiedet. Mein Körper und ich. Man sozialisiert sich mit allem, aber mit seinem Körper verliert man sich. Ja, das liegt an der Ernährung, das liegt zum Beispiel an Kohlenhydrate. Wie verwandeln sich Kohlenhydrate in Energie, ist meine Frage. Also wie schafft man das, wenn man was futtert, dass man dann irgendwie Dampf kriegt? Ist bei mir nicht so, aber die bleiben hier hängen. Also, ja, aber sag mal, hier habe ich doch gesagt, wie verwandeln sich Kohlenhydrate in Energie? Ich glaube, der Gesetzgeber schreibt ja vor, also gibt ja das Gesetz von der Erhaltung der Energie. Darauf fußend, dass also die Summe der Energie im gesamten Kosmos immer konstant ist. Mhm. Also es geht keine Energie verloren, es kommt keine Energie dazu. Ich hatte gleich den Verdacht, dass ich fett davon werde, was andere Leute fressen. Jetzt wird mir einiges klar. Energie ist wie Geld. Ne? Was ist in Kuala Lumpur, essen die Spanferkel und ich stehe zu Hause und schwelle an, ohne Grund. Die Energie ist nicht weg, sie ist nur woanders. An einem besseren Ort, in dem Fall. Ja, aber an dem Ort wird langsam der Platz eng. Wir müssen ja irgendwas tun. Deshalb geht es ja darum, die Energie, glaube ich, umzuwandeln. Also das Fett, er sprach ja vom Kohlenhydrat. Das Kohlenhydrat. Das Kohlenhydrat ist Energie, aber halt verklumpt. So muss man sich das vorstellen. Es ist verklumpte Energie. Die Energie ist nicht im Fluss. Und sie muss in Fluss gebracht werden, indem sie verbrennt. Kohlenhydrate bestehen ja, wie der Name schon sagt, glaube ich, zu 70% aus Kohle. Und Kohle ist ja ein fossiler Brennstoff. Richtig. Und Hydrat ist dieses komische Teil, das am Wegesrand steht, wo man einen Wasserschlauch anschließen kann. Richtig. Also flüssige Kohle, aber halt ja. 40, 70, 30. Und fossil dahingehend, also je älter der Besitzer der Kohlenhydrate ist, desto fossiler ist quasi das Hydrat. Ja. Und deshalb muss man die vorsichtig verbrennen, damit es halt nicht verpufft. Und diese Energie, die durch die Verbrennung entsteht, ist das ehemalige Kohlenhydrat. Ja,
Und wenn es verpufft, kannst du dann eine Zeit lang keinen Zug fahren. Das hat dich so. Also wenn ich jetzt morgens zum Kaffee 3 Snickers esse, dann habe ich erstmal viel Energie bis zum Mittagessen. Kann ich viel erledigen, dann mache ich die Post auf und lege die meiner Frau hin. Und dann gibt es auch schon Mittagessen. Also das reicht. Neue Energie. 3 Snickers. Ja, aber der Arzt sagt ja, es geht um den Insulinspiegel. Der Insulinspiegel soll nicht immer hoch und runter, so in riesigen Kurven. Der soll flat the curve. Man soll, und dafür sind Kohlenhydrate wichtiger. Was hat er denn jetzt für ein Problem? Hat er zu wenig Energie oder einen zu dicken Bauch? Also, beides, ne? Ich war mal Insulin. Das war ganz schön da. Ich denke? Ja, sicher. Wir sind durch. Salami und Käse, Käse, Schinken, Frischkäse und Gurke. Schauen wir mal, was vorbereitet, Leute. Das ist jetzt eher kaltes Buffet, die Stulle, aber ich kann auch kochen. Und das habe ich in der letzten Zeit auch öfter gemacht. Nudeln, Reis, teilweise sogar Wäsche. Und trotz allem hat sich mir immer wieder ein Problem gestellt. In den Kochbüchern steht eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer. Was ist denn eine Prise? Wie viel ist denn eine Prise? Für einen Lafer ist eine Prise Butter gleich einen ganzen Pfund. Ja, eine Prise ist immer das, was man zwischen zwei Finger kriegt. Eine Prise Salz, eine Prise Zucker, eine Prise Kokain. Muss sein. Eine Prise Mehlspitze ist das, was man unter die Achsel klemmen kann. So, ja. Also wie viel man da... Meine Tochter lernt gerade lesen, die sagte noch, was ist eigentlich eine Enterprise? Eine Enterprise ist genauso viel Salz, wie auf die Tastatur passt. Aber ich weiß, was eine steife Prise ist. Also das ist jetzt angenommen, eine Menge Salz erregiert. Also der erregierte Salzstock. Ja, genau. Quasi eine Salzsäule. Eine Salzsäule ist eine steife Prise. Vielleicht verrennen wir uns auch einfach. Das glaube ich nicht. Es gibt eine Weinsorte, der Priesling. Das ja, ist stimmt. Ja eine... Ich glaube, eine sehr würzige Art Wein. Priest Brosnan, der hat Bond gespielt. Pierre Priest. Ich hab's tatsächlich. Pierre Priest. Ja. Pierre. Den muss ich fragen. Den ja, muss komm. Ich fragen, ja. Nächste Frage, Priest out. Euro Training. Euro. Hallo ihr drei. Bin ein Riesenfan eurer Sendung. Ist echt der Hammer. Ihr seid so ein bisschen wie ein Experiment von Harald Lesch, das schief läuft. Aber trotzdem kommen super Sachen dabei rum. Deswegen go for it. Ich bin seit mittlerweile 2003 im Fitnessstudio erfolgreich angemeldet. Ich weiß, viele knicken ein, melden sich ab. Ich ziehe das durch. Und der Sommer kommt. Ich will schon da sein, wenn er da ist. Trainiere aber ohne Gewichtsscheiben. Könnte an der Faulheit liegen. Ich habe aber die ganze Wohnung danach abgesucht, finde diese Gewichtsscheiben nicht. Und deswegen meine Frage an euch. Kann man Gegenstände auch freiwillig verlieren? Weil ich ihn da gerade so mit seinen Geräten trainieren sah. Ich war nur einmal in meinem Leben in einem Fitnessstudio. Und trotzdem hat man mir mal unterstellt, ich hätte die Fitnessgeräte falsch rum bedient. Also deshalb hätten sich meine Muskeln zurückgebildet. Aber ist das schlecht für die Geräte? Oder? Man muss dazu sagen, dass der hochgeschätzte Kollege Abdel Karim nur mit den Stangen trainiert hat, die meines Wissens aber pro Stück schon 2,5 Kilo wiegen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Oder? Ja. Also. Also ich glaube nicht, dass man Gewichte mit Absicht verlieren kann. Also meine Freundin hat mal Gewicht verloren. Ja. Aber schnell wiedergefunden. Also, du weißt wohin. Gut. Ich denke, eine Frage haben wir noch. Und wieder einmal stundenlang am Schreibtisch gesessen, meterweise Bücher gelesen. Frage, wie können wir die Welt retten? Und warum trauen die Menschen uns Politikern nicht über den Weg? Wieso heißt es eigentlich nicht über den Weg trauen? Das ist meine Frage an das ungekrönte Dreigestirn des Humors. Woher kommt der Weg? Woher führt der Weg?
Woher führt der Weg? Woher führt der Weg? Das waren Meterbücher zu wenig, würde ich sagen. Die muss er noch mal stellen. Ich glaube, das war erweiterter Plusquamperfekt mit zu. Also, ja, glaube ich auch. Geometrisch auf ganz dünnem Wasser. Ja, aber euch ist schon der tiefere Sinn der Frage nicht entgangen. Uns ist der tiefere Sinn der Frage nicht entgangen. Wie können wir die Welt retten? Das können wir nicht. Das kann nur jeder einzeln für sich, oder? Na, ich denke, der tiefere Sinn der Frage war doch, man traut den Politikern nicht über den Weg. Ja, sind sie doch selber schuld. Bist du auch einer von denen? Traust du keinen Institutionen mehr? Ich traue einer Menge Institutionen, selbstverständlich. Aber weißt du, solange du eine Verquickung hast von Politik und Industrie, solange du Lobbyismus hast, die Leute hängen zu sehr in industriellen Interessen drin. Das ist in Amerika noch ein Tacken schlimmer. Ein gesundes Misstrauen, ein gesundes Misstrauen, ein leichtes Augenbrauen hochziehen gegenüber Institutionen ist stets angebracht. Vor allen Dingen gegenüber Versprechungen. Denn es gibt Menschen, die sagen, Versprechen sind enttäuschte Erwartungen, die aufgeschoben werden. Oder Versprechungen sind als vorgeschobene Enttäuschung. Was die Politik angeht, ist mein Gefühl geprägt von einer leichten Resignation in Gekopplung mit dezenter Ungeduld. Ich glaube, ich spreche im Namen von uns allen, wenn ich sage, in diesem unseren Land muss einfach was passieren, da muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und ich finde... Wir wissen alle, du bist kein Mann der großen Worte. Nein, tatsächlich nicht. Aber ist denn das prinzipielle Misstrauen berechtigt? Also ich wurde bis jetzt sicherlich, es gab Versprechen, die nicht eingelöst wurden. Ich hatte auch mir von deiner Antwort mehr versprochen. Ja. Ich wurde von Politikern noch nie enttäuscht. Vielleicht auch, weil ich jetzt nicht so viel erwarte. Also ich wurde in meinem Leben einmal schwer enttäuscht von einem Hufschmied. Eine Hufschmiedin, wobei das Geschlecht spielt keine Rolle. Und das hat mich, das hängt mir bis heute nach. Aber ich habe jetzt nicht dieses prinzipielle Misstrauen, dass ich sage, ich traue keinem Politiker über den Weg. Also nein. Aber was hat der Hufschmied denn gemacht? Das würde jetzt den Rahmen sprengen, glaube ich. War wirklich sehr privat. Du warst privat beim Hufschmied. Also ohne Pferd. Ja, was ist daran so... Verwerflich. Warum muss man da so blöde, verschmitzt kichern? Wolltest du deine Schuhe reparieren lassen? Das ist manchmal, stößt auch so ein Fußpfleger an seine Grenzen. Und dann? Ich versuche nur zu helfen. Er wollte auch wissen, woher kommt die Formulierung über den Weg trauen. Richtig. Ich glaube, das ist ein klassisches Krötenwanderungsding letztendlich. Oder? Wer jemals versucht hat, mittags um 12 mit verbundenen Augen die A1 zu überqueren, weiß, woher diese Redewendung kommt. Weil man verwandelt sich ruckzuck von einem gut aussehenden Mann mittleren Alters in 100 Kilo grobe Mettwurst. Deswegen rate ich davon ab. Ich glaube, daher kommt das. Es wird irgendwas mit Wegelagerei. Der sichere Weg führt über die Unterführung. Und wo immer du hingehst, da bist du dann auch. Ja. Das steht ja schon in der Bibel und suche uns nicht unter Unterführung. So, was will man noch von uns wissen? Keine Sorge, ich liege jetzt nicht auf der Taubenscheiße. Nächste Frage. Ich habe einfach keinen Bock mehr heute. Warum lässt man ausgerechnet alle fünfe gerade sein? Ja, warum lässt man alle fünfe gerade sein? Mit vier geht's nicht. Mit vier wäre es Quatsch. Ich glaube, das fußt darauf, dass man alle Fünfe gerade sein lässt, weil das bezog sich auf Handwerk, also wo du das mit Händen machst und wenn du alle Fünfe gerade sein lässt, arbeitest du nichts. Es kann aber auch sein, dass es abgewandelt ist von alle Schlümpfe gerade sein lassen, weil die unglaublich verwachsen waren bis zum zweiten Band und dann hat man und Gargamel. Ich habe keinen Schimmer. Ich bin auch sehr müde. Oder es könnte alle Strümpfe gerade sein. Das heißt, wenn man lange genug Socken trägt, und wer wüsste das besser als ich, kriegen die eine Steifigkeit, wo du die mit dem Hammer vom Fuß kloppen musst. Nein, ich denke, es geht doch um die Extremitäten, dass man sich hinlegt und auf den Rücken oder auf den Vorderleib und dass man dann... Du hast fünf Extremitäten. Vielleicht. So, ja, jetzt doch. Hä?
Wir haben es kapiert. Zipfelchen. Weißt du, wenn so das Zipfelchen auch. Ja. Wenn so da eins, zwei, drei und das Zipfelchen auch. No? Mhm. Genau. Man sieht das als Schattenriss und denkt, ein verkrüppelter Seestern. Das muss toll sein. Oh, das finde ich das Schöne. Beim Gipfeltreffen, dass trotz aller Ernsthaftigkeit, trotz unseres steten Bemühens, die Fragen zu beantworten, dass wir auch immer wieder eine Prise Humor einbauen und wenn es Zipfelchen. Oh, das ist herrlich. Hallöchen, hier ist die Desiree Lannick aus Berlin und ich hätte mal eine Frage an das neunmal kluge Triumvirat. Was bedeutet eigentlich die Redewendung nach Schema F? Hat das was mit Fäkalsprache, mit F-Wörtern zu tun? Fällt das Wort Frau auch in den Bereich der F-Wörter und der Fäkalsprache? Wie kommt es überhaupt, dass im Englischen und im Deutschen die F-Wörter gleichgeschaltet sind, im Skandinavischen, Französischen, Italienischen und Arabischen aber nicht? Womit beginnen die F-Wörter und womit hören sie auf? Ich hoffe, ihr nehmt sie in den Mund. Ist doch eine intellektuelle Frage. Akademiker in Ekstase. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich spreche im Namen von uns allen, wenn ich sage, was? Was? Wir sollen die F-Wörter in den Mund nehmen. Sag was Schmutziges, sag was Schmutziges. Küche, Bad, Sofa. Nein, das F-Wort, Finanzamt. Ich meine, Sie spielt, genau, auf Wörter wie Vögeln oder Ähnliches an. Aber ich denke. Vögeln, Fickeltisch. Fickeltisch, genau. Vernaschen. Vernaschen. Aber ich denke, das hat damit nichts zu tun. Also, Schema F ist ja meines Erachtens so etwas wie 0815 mit Buchstaben. Ja. No. Also, dass man eben jetzt sagt, Schema F ist sowas wie, also F steht für alles, was nicht genau definiert wird, wie Plan B, da ist das F das B. Wobei Plan B ja immer einen offenen Ausgang hat, während das Schema F ja eine feststehende Institution ist in der Lösungsfindung. Ja, aber man will es nicht genau determinieren, also wie beim N-Wort zum Beispiel. Da genügt, dass man F sagt und jeder weiß, die K-Frage. Das war wirklich sehr hilfreich, ja. Die K-Frage, genau. Man hat uns noch Fragen via Internet zukommen lassen. Es heißt, Präsident Trump sei der schlechteste Präsident, den die USA jemals hatte. Was macht ihn so explizit schlecht, möchte man hier wissen. Lass uns doch die Nummern nehmen, die er richtig am Kasten hat. Dann sind wir schneller durch. Trump trägt trotz seines Übergewichts sehr, sehr schöne Anzüge mit hin. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mal gelesen, dass man alle seine Tweets kontrolliert hat, also auf Faktencheck gemacht hat bei all seinen Tweets. Und es gab zwei von allen, wo er nicht die Wahrheit verbogen hat. Und das war, als er irgendwie im Golfurlaub war. Also es ist... Wenn er aber insgesamt nur 3 Tweets abgesetzt hat, wäre es ein ziemlich hoher Wahrheitslevel. Es waren aber mehr. Hat mehr. Mhm. Wie viele Tweets waren es? 5. Also 5. Dann sind es 20%. Genau. Er lässt oft 5 gerade sein bei den Tweets. Nein, also das ist ja... Findet ihr, er ist ein schlechter Präsident? Willst du das damit sagen? Ich habe das wieder gesehen. Der hat nach der... Ermordung von George Floyd hat er gesagt, dass es jetzt ein großer Tag ist für die USA, weil keiner hier aufgrund seiner Rasse, seiner Hautfarbe, seines Besitzes und seines Geschlechtes diskriminiert werden kann. Und es wäre ein großer Tag heute. Und wenn George Floyd zugucken würde, dann würde der auch denken, was ist das für ein großer Tag heute für die USA? Und da habe ich gedacht, das ist ein bisschen so, als würdest du nach der Vollstreckung der Todesstrafe merken, der wurde unschuldig ermordet, dann schaffst du die Todesstrafe ab und sagst dann, das ist ein großer Tag, das wird auch der gerade Ermordete denken, dass wir aufgrund
dieses durch Justizirrtums die Todesstrafe abgeschafft hat. Ja, da hat der Trump mal wieder voll reingeschissen. Echt. Da wäre es natürlich besser, wenn man die Todesstrafe jetzt nicht so schnell vollstreckt, sondern eher über einen größeren Zeitraum. Da kann man es immer noch mal zurücknehmen. Oder naja, das tun die Amerikaner ja tatsächlich. Ich nehme das wieder zu ernst, ne? Aber tatsächlich ist es ja nun so, dass wenn du die Todesstrafe in Amerika kriegst, was ja für sich genommen schon unfassbar barbarisch ist, dass du dann vorher noch mal schön gepflegt 20 Jahre lang im Gefängnis sitzt, bevor du dann erstmal hingerichtet wirst. Danach wäre Quatsch. Und dann da gibt es ein Dokument. Ja. Aber stell es mal vor, wenn sie wirklich sagen, wir richten die Dienste dahin, solange kannst du zu Hause bleiben. Das wäre aber auch schrecklich inhuman, aber die lassen dich noch 20 Jahre lang verrotten. Da ist in Deutschland aber dann der ganze Scheiße abgesessen. Und davon abgesehen ist Trump. Ich könnte mir da vorstellen, dass Ronald McDonald oder Pennywise der Clown besser geeignet gewesen wären als amerikanischer Präsident. Er ist quasi das, was passiert, wenn du Protestwähler wirst. Ja, es ist natürlich immer leicht geschimpft, aber man muss auch mal sehen, Amerika ist ein ganz großes Land. Und er wurde ja da so reingewählt. Also ich finde, er hätte vielleicht erst mal mit einem kleineren Land üben müssen. Sagen wir mal mit Kroatien oder wo es eben nicht so drauf ankommt. Dass er dort erst mal... Der Kurde ist König, ja. So ein bisschen testet. Und dann merkt man ja vielleicht auch, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut, hier kann ich vielleicht auch mal etwas delegieren und so. Und USA ist natürlich, das ist gleich eine Menge Fleisch. Ne? Das ist also, sperrige Fläche, ja, das ist ja. Viel, ja, stimmt schon. Das ist gleich eine Herkulesaufgabe zu Anfang. So. Ja. Ich habe ihn gesehen bei einem Gebet, das fand ich sehr ergreifend. Da waren, glaube ich, die Evangelikalen sind das, glaube ich, dort in Amerika, also diese... So, also die ohne den Hüten. Und da fand ich das toll, wie er da stand, ins Gebet versunken. Und das fand ich, da dachte ich, er gibt sich doch Mühe. Ich glaube, er will es gut machen. Der hat gar nicht gebetet, ich konnte Lippen lesen. Er hat so Sachen gesagt wie, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Das ist der, so. Das könnte sein. Ja. Wenn du Lippen lesen kannst, bist du natürlich mir demzufolge voraus. Du meinst, also er hat nicht gebetet. Lippen lesen kann ich noch besser, wenn dabei Parallelgeräusche rauskommen. Muss ich ganz ehrlich dabei sagen. Okay. Gut. Heute ist oft von Solidarität die Rede beim Thema Corona, beim Thema Rassismus. Wann wart ihr, also wann waren wir, ich nehme mich damit hinein in diesen Kreis der Gefragten, wann waren wir das letzte Mal solidarisch? Möchte man von uns wissen. Wann habt ihr euch in eurem Alltag das letzte Mal solidarisch verhalten? Bewusst solidarisch, nicht aus Versehen. Solidarisch verhalten oder solidarische Dinge gesagt? Das sind zwei verschiedene Sachen. Verhalten. Man möchte wissen, verhalten. Solidarität zu behaupten, ist leicht. Mhm. Natürlich. Aber diese Solidarität zu leben, das ist ja meist mit einer Überwindung, das ist mit einer Anstrengung verbunden, mit einer Idee. Weiß zum Beispiel, da erinnere ich mich sehr genau dran, ich habe meiner Freundin, der Carola, ich habe ihr zum Frauentag mal den Staubsauger ans Bett gebracht. Das war eine Geste, um zu zeigen, ich bin bei dir. Mhm. So, und, ich bin bei dir. Und weil sie das so toll fand, machen wir das jetzt regelmäßig, dass also ich entscheide wann und dann stelle ich ihr den Staubsauger hin. Ich weiß selber, das ist nur eine Kleinigkeit. Ja. Aber es ist ein deutliches Die Geste Zeichen. Zählt. Es ist ein deutliches Zeichen. War ja selbst mal solidarisch gezeigt. Mit wem? Ich war. Kann man solidarisch gegenüber sich selber sein, dass man ganz uneigennützig erstmal an sich denkt, dass man so sagt, ich finde das gut, wie du bist, dass man in den Spiegel in den Spiegel guckt und sagt, dir möchte ich helfen. Ja. Dir möchte ich helfen. Schon morgens, dass man denkt, komm, dich rasiere ich jetzt. Da fängt doch Solidarität an. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt, man muss sich immer um sich selber kümmern, bevor er was für andere macht. Ja, solange sich jeder um sich selber kümmert, ist allen geholfen. Ja, wenn jeder jedem was klaut, haben alle was. Mhm. Ja. Ja. Was klaut. Nur halt andere Sachen dann. Ja. Ja. Aber solidarisch gezeigt, wenn ich das letzte Mal solidarisch... Es ist ja immer die Frage, ist es ein Lippenbekenntnis? Also es ist einfach, dass du sagst, kein Platz für Rassismus. Das ist ja, ne, bequem.
es ist richtig, die Einstellung ist richtig, man muss sich dazu äußern. Aber gegen Rassismus anzutreten, das wäre eine ganz andere Sache. Ich muss sagen, zum Beispiel in meiner Wohnung, ich wohne sehr beengt, ist wirklich kein Platz für Rassismus. Also das, da müsste ich mich einschränken. Also wenn ich jetzt extra noch... Ich war für Fridays for Future Demo. Da war ein Steffen Wiese. Der Fridays for Future? Du warst auf einer Friday for Future. Und tatsächlich. Am selben Tag wie die anderen, oder war das wieder so ein Ding? Wie bitte? Nö, nix. Bei dir habe ich immer den Fall, dass du mittwochs da warst und gesagt hast, komisch. Das Ding ist total abgeflaut. Warst du mit den anderen Leuten auch? Nee, ich bin mit den anderen. Also ich saß im Hotel, hab da gefrühstückt und dann liefen die vorbei und ich musste noch was besorgen und bin dann also so mitgelaufen. Ich finde es toll, dass du dich zufällig engagierst. Ne? Ja. In diesem Sinne bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nun müssen Sie alleine durchs Leben gehen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie in Zukunft die Fragen Ihres Lebens selber beantworten können oder Menschen aus Ihrem Umfeld dazu bewegen, dies zu tun. Es verabschieden sich von Ihnen Johann König, Thorsten Sträter und Olaf Schubert. Vielen Dank. Thank you.